Varanasi. Indiens heiligste Stadt. Millionen Hindus glauben, wer hier stirbt, wird erlöst. Der Tod ist ein Fest für uns. Hier lerne ich Menschen kennen, die vom Sterben leben. Ich habe davon geträumt, zu studieren und ein besseres Leben zu führen, nicht diesen Job hier machen zu müssen. In Varanasi komme ich an meine Grenzen. Es berührt mich total, wirklich. Doch gleichzeitig ist es ein Ort, der Hoffnung schenkt. Mit dem Tod sollte man sich anfreunden. Tod, das heißt für mich und wahrscheinlich auch für viele andere erstmal Trauer, Leid und Schmerz. Doch davon soll dieser Film gar nicht handeln, denn hier in Varanasi, in Indiens heiligster Stadt, wird der Tod in gewisser Weise zelebriert. Und ich bin hierher gekommen, um genau diesen Umgang besser zu verstehen. Vor einigen Jahren habe ich meine Mutter verloren. Ich habe lange gebraucht, um ihren Tod zu verarbeiten und war oft sehr traurig. Hier aber soll der Umgang mit dem Tod ein ganz anderer sein. In einem Hospiz in Varanasi, dem sogenannten Mukti Bhavan. Übersetzt, das Haus der Erlösung. Kalikan Dubey ist Priester im Mukti Bhavan. Seine Rituale beginnen frühmorgens. Ausnahmsweise darf ich dabei sein, während der heilige Asche auf einen Stein aufträgt. Der Stein, der nach dem Prozess einen hinduistischen Gott symbolisiert. Was ist für Sie das Spezielle am Mukti Bhavan? Wer zu uns kommt, der sucht Erlösung. Unsere Gäste glauben daran, dass sie dem Kreislauf der ewigen Wiedergeburt entkommen, wenn sie in Varanasi sterben. Wir begleiten sie dabei, indem wir Lieder spielen, ihnen Basilikum und Gangeswasser geben. Welche Regeln gibt es denn hier und warum wurden sie aufgestellt? Die Menschen, die zu uns kommen, haben hier 15 Tage Zeit, um zu sterben. Es sollen nur diejenigen kommen, die tatsächlich Erlösung suchen. Hier soll niemand wohnen, dem es um kostenlose Übernachtungen geht oder der monatelang hier bleibt. Das Einzige, um das es hier gehen soll, ist Erlösung. Nur in Ausnahmefällen darf der Aufenthalt verlängert werden. Für mich klingt das alles fast stressig. Nach Zeitdruck in den letzten Atemzügen. Für viele gläubige Hindus scheint das keine Rolle zu spielen. Sind denn manchmal alle 10 Zimmer voll? Ja, klar. Manchmal sind alle Zimmer belegt. Im September oder Oktober war das. Da waren wirklich alle Räume voll. Das hier ist also der Raum. Ja, genau, das ist der. Wir haben 2 Betten. Eines für denjenigen, der Erlösung finden will, und eines für seine Begleitung. Manchmal kommen natürlich noch mehr Familienangehörige mit. Dann legen wir Matratzen auf dem Boden aus. Das Zimmer kostet nur 20 Cent pro Nacht. Warum ist es so günstig? Im Grunde genommen übernachten die Menschen hier komplett kostenlos. Wir verlangen nur 20 Cent, damit sie nicht zu viel Strom benutzen. Außerdem soll sie der kleine Betrag daran erinnern, dass sie nicht für unbegrenzte Zeit bei uns bleiben sollen. Der Raum ist wirklich nur zum Erlangen von Erlösung gedacht. Auf mich wirkt dieser Ort eher steril. Außer den beiden Holzpritschen ist er quasi komplett leer. Und trotzdem ist es wirklich das Größte für viele Menschen, genau hier zu sterben, in völlig fremder Umgebung,
ohne jeglichen Komfort. Das ist für mich sehr, sehr schwer zu verstehen. Varanasi gilt im Hinduismus aus mehreren Gründen als heilig. Die Stadt wird als Zuhause der bedeutenden Gottheit Shiva angesehen. Zudem fließt hier der längste Fluss Indiens entlang, der Ganges. Viele Hindus sehen in ihm die personifizierte Göttin Ganga. Dem Glauben nach kann ein Bad im Ganges helfen, alle Sünden loszuwerden. Krankheiten würden durch nur einen Schluck des heiligen Wassers geheilt werden können. Ich treffe einen Bootsfahrer, der seit mehr als 50 Jahren über den Ganges rudert. Namaste. Hallo, Namaste. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Wie heißen Sie? Mein Name ist Ram Bali. Ich bin Oliver. Ram ist ein Gott. Bali steht für den Affengott. Besonders Ram ist ein sehr mächtiger Gott. Ha. 73 Jahre ist Ram Bali alt. Sein ganzes Leben hat er in Varanasi verbracht. Dem Ganges, so erzählt er es mir, habe er all seine Energie und Gesundheit zu verdanken. Trinken Sie denn das Wasser auch manchmal? Pani Pita? Ja, natürlich. Auch jetzt. Jetzt trinkt er das Wasser. Gangeswasser. Es ist heilig. Ich wundere mich. In Studien habe ich gelesen, wie verschmutzt der Ganges in Varanasi sein kann, dass das Wasser so giftig sei, dass Fische teilweise nicht überleben können. Hier aber, so scheint es mir, sind wissenschaftliche Fakten weniger wichtig als der Glaube. Dreimal muss ein Mensch mindestens im Ganges gebadet haben. Einmal nach der Geburt, und zwar 6 Tage lang. Das zweite Mal nach der Hochzeit und das dritte Mal nach dem Tod. Der Tod, den ich auch im Ganges schon beobachten konnte. Manchmal treiben Leichen an der Wasseroberfläche. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie rudern und einen toten Körper im Wasser sehen? Beeinflusst Sie das in irgendeiner Form? Überhaupt nicht. Es stört mich nicht. Ich rudere dann einfach weiter. Es ist bloß ein Körper. Die Seele hat ihn längst verlassen. Nachdem wir sterben, ist das Einzige, was bleibt, ein lebloser Körper. Ein für mich erstaunlich nüchterner Gedanke. Denn mir fällt es schwer, den Körper vom Wesen des verstorbenen Menschen zu trennen. Ich besuche den Ort, an dem in Varanasi die meisten Leichen verbrannt werden, das Manikarnika Ghat. Was ich sehe, überfordert mich im ersten Moment. In jedem Haufen liegt eine Leiche, die gerade verbrennt. Ich trage dieses Tuch, weil dieser Geruch, dieser Leichengeruch mir einfach in die Nase steigt. Und es ist einfach, ich kann es nicht beschreiben, es ist surreal hier. Der Tod ist hier für mich und für alle anderen deutlich sichtbar. Anders als in Deutschland werden hier brennende Körper, Organe oder verkohlte Gliedmaßen nicht versteckt. Oh, es ist schwer, das anzugucken. Ich weiß auch nicht, welche Bilder wir zeigen können davon. Ich finde es krass, dass wir das jetzt hier einfach so sehen können. Für ihn gehört all das zum Alltag. Pachkosi Chodharis Beruf ist das Verbrennen von Leichen. Wie und wann haben Sie mit diesem Job angefangen?
Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Zum ersten Mal war ich hier mit 13. Da habe ich vielleicht 4 bis 5 Leichen pro Jahr verbrannt. Später wurden es dann immer mehr. Ich habe die Toten im Ganges gewaschen. Damals sah es hier noch ganz anders aus. 13 Jahre. Als ich in der 7. Klasse war, hat Patschkosi hier also bereits Körper verbrannt. Im Grunde arbeite ich so gut wie immer. Wenn ich es nicht mache, wer soll es sonst tun? Wir kümmern uns hier um alles, sonst tut es ja niemand. Das ist hart, oder? Er gehört zur Kaste der Dumps. Eine Kaste, die zu den untersten in der indischen Gesellschaft zählt. Etwa 2,50 Euro verdient er pro Feuer. Gut 3 Stunden dauert es, bis ein Leichnam verbrannt ist. Für uns ist das alles hier Routine. Also ganz normal für Sie? Ja, eine Gewohnheit, aber wir behandeln die toten Körper weiter wie Menschen und wir sprechen sogar mit ihnen. Die Toten, erklärt mir Patschkosi, sollen hier schließlich in Würde bestattet werden. Zurück im Mukti Bhavan. Namaste. Hier ist inzwischen eine Familie angekommen, die sich um einen sterbenden Angehörigen kümmert. Ich frage einen der Söhne, Satyendra Tiwari, warum es so wichtig ist, dass die gesamte Familie mit nach Varanasi gereist ist. Why is it so important to have the whole family around with you? Wenn mein Vater stirbt, will ich, dass er glücklich stirbt, dass alle Familienmitglieder da sind. Bisher steckte er ja im ewigen Kreislauf der Wiedergeburt fest. Durch den Tod hier in Varanasi soll er diesen Kreislauf nun endlich durchbrechen können. Als meine Mutter starb, war ich sehr traurig. Ihre Familie wirkt traurig, aber glücklich zugleich. Stimmt denn dieser Eindruck? Ja, der Tod ist ein Fest für uns. Er gehört zu den wichtigsten Ritualen, genau wie die Geburt und die Hochzeit. Wir zelebrieren den Tod. Am Abend singt die Familie fast 2 Stunden lang gemeinsam. Sie preisen verschiedene Hindu-Götter. Je mehr Zeit vergeht, desto besser verstehe ich, warum Menschen genau hier sterben wollen. Denn statt Angst vor dem Tod spüre ich vor allem Liebe und Dankbarkeit. Drei Wochen lang war ich in Varanasi und es war der emotionalste und anstrengendste Dreh meines Lebens. Ich habe eine Familie getroffen, die ins Mukti Bhavan kommt. Ein Mensch, der 15 Tage Zeit hat, um dort zu sterben. Und während dieses Drehs hat sich auch mein Verhältnis zum Tod verändert. Wie genau, das seht ihr in meiner persönlichen Reise, wenn ihr hier auf diesen Link klickt.